Bei unserer kleinen Sommerrundreise kamen Thaddäus und ich dann auch zu Thorsten. Und bei Thorsten konnten wir dann einmal etwas Schwimmwagen fahren. Bei der Wehrmacht war der Schwimmwagen das beste Geländefahrzeug mit Allradantrieb. Er war ab 1941 im Einsatz und es wurden über 14.000 Stück gebaut. Er war an für sich nicht besonders zum Schwimmen geeignet, sondern es war vielmehr ein gutes Geländefahrzeug. Mit 920 Kilogramm Gewicht und Allrad war er wesentlich leichter als zum Beispiel der Jeep und wesentlich geländegängiger und schwimmfähig. Ein Nachteil beim Schwimmfähig ist allerdings, wenn man einen Fluss durchwaten will und hat mehr als 50 cm, dann schwimmt das Fahrzeug auf. Aber hier, wie in diesen Teichen, Seen, war das Fahrzeug natürlich ideal. Man fährt rein, normalerweise ist hinten jemand und lässt dann noch das runter, aber hier hat ein Ingenieur nach dem Krieg ein kleines Hebelchen konstruiert und über Kette wird jetzt der Propeller ins Wasser gelassen, rastet ein und schon kann man losfahren. Das sind so Verbesserungen, die sind nach dem Krieg gemacht worden. Im Krieg war das etwas anders, da hatte man eine Stange und die wurde dann von dem zweiten Mann hinten herabgelassen und dann konnte man damit fahren. Das sah dann so aus. Erst musste man lösen, Stange abnehmen, einhängen, jetzt stieg man wieder ein, nach hinten. Und wenn das Fahrzeug dann frei im Wasser war, dann ließ man die Stange runter und jetzt hakte der Propeller ein und man fuhr. Hier ist das natürlich wesentlich einfacher und praktischer. Aber wie gesagt, das ist eine Nachkriegsverbesserung, hätte man damals auch schon machen können. Schauen wir uns jetzt mal den Schwimmwagen genauer an. Der Volkswagen. Er sollte an für sich für das Volk hergestellt werden, ein Käfer. 1937 gegründet, baute man auch ein paar Käfer, aber dann kam der Krieg und man baute auch fürs Volk oder für die Soldaten des Volkes einen Kübelwagen und einen Schwimmwagen. Wie wir hier sehen, ist das Fahrzeug nicht so riesig, aber es hat Platz genug für 4 Personen und die Ausrüstung ist optimal überall positioniert und es funktioniert sehr gut. Es werkelt da ein kleiner 1130 Kubikzentimeter großer Motor, 25 PS, aber das reicht vorhin ganz aus, weil die Übersetzungen stimmten. Bei Regen konnte man auch noch ein Dach hochziehen, wurde aber meistens nicht mitgefahren wegen der Tiefliegerangriffe. Man wollte freie Sicht und da war das Fahrzeug natürlich sehr gut für. Aus vielen Blechstandsteilen ist das Fahrzeug zusammengesetzt, aber wir haben natürlich auch die Technik und das sehen wir einmal hier. Das ist der gesamte Antriebsstrang. Getriebe, Vorderachse, Hinterachse, ja, das am Getriebe direkt dranhängt. Hier können wir das schalten. Wir können also hingehen und können den Vorderradantrieb an- oder ausschalten. Durch Schaltung schieben wir die Klaue nach vorne in den Eingriff und in dem Moment haben wir den Vorderradantrieb mit angetrieben. Legen wir jetzt einen Gang ein oder beziehungsweise erst Motor starten, Kupplung kommen lassen, der Motor dreht. Und jetzt legen wir einen Gang ein. In dem Moment haben wir jetzt Antrieb auf alle 4 Räder. Die Kunst, die gefordert wurde, war, aus dem VW Käfer einen brauchbaren Geländewagen zu machen. Porsche hatte die Idee. Wie bekam man hinten mehr Bodenfreiheit? Denn wenn man sich das ansah, wäre da eine normale Achse gewesen, dann hätte man den Wagen viel tiefer legen müssen. Er sollte aber höher sein. Angestrebt wurden diese 26 cm, die ausreichend waren fürs Gelände. Wie bekommt man sie? Indem man hingeht und eine Portalachse verwendet. Portalachse, das war die Lösung dafür. Eine Portalachse besteht aus einem vorgelegten Getriebe, besteht aus 2 Zahnrädern. Das ermöglicht zum Beispiel wie hier beim Schwimmwagen die Achse um 50 mm zu versetzen. Das brachte dann anstatt 21 cm Bodenfreiheit 26 cm und man hatte zusätzlich noch die Möglichkeit, auch jetzt die Übersetzung zu verändern. Man veränderte sie von 1,4 auf 1. Das war also eine Verkleinerung. Das ermöglichte im ersten Gang auch mit marschierenden Kolonnen mitzufahren. Das heißt, 3 bis 5 km war die Mindestgeschwindigkeit. Auch beim VW T1, der nach dem Krieg gebaut wurde, gab es die Portalachse noch. Beim T2 war sie dann aber schon verschwunden. Bekannte Autos, die Portalachsen haben, ist zum Beispiel der Unimog. Er hat dadurch eine legendäre Bodenfreiheit. Die hätte er sonst nicht. Und
Es gibt die Portalachse auch in umgekehrter Form, zum Beispiel bei Autobussen heute. Damit der Gang niedriger ist, wird die Portalachse in umgekehrter Weise eingebaut. Kommen wir zurück zur Technik unseres Schwimmbarks. Öffnen wir einmal hinten die Motorklappe, dann finden wir dort das Typenschild. Das Typenschild gibt Auskunft über Baujahr und die Fahrgestellnummer. Es ist immer eine 7 als erste Zahl. Auch an der Motornummer ist es eine 7. Hier haben wir dann die Abdichtung für die Luftansaugung. Alles muss ja gut abgedichtet sein. Die Luftansaugung kommt zwischen den beiden Sitzen der Rückbank zum Vorschein. Und dann wird die Luft ausgeblasen, rechts und links durch die Luftaustrittsöffnungen, die auch gleichzeitig den Auspuff kühlen. Hier sehen wir einmal diesen Motor. Relativ simpel und einfach. Es ist der 1130 Kubikzentimeter, 25 PS. Wir haben die Kraftstoffpumpe. Das sind so Sachen, die man heute beim Auto überhaupt nicht mehr sieht. Die bestehen nur noch aus Plastikabdeckungen. Den Verteiler, die lebenswichtigen Elemente, dann noch der Vergaser und obendrauf, damit wir heute das Licht haben und für die Zündung, die Lichtmaschine. Beim Schwimmwagen ist das Besondere am Motor noch die doppelte Keilriemenscheibe und die darauf befindlichen drei Nocken für die Kupplung, die dann eingesetzt wird, um den Propeller des Schwimmwagenantriebs zu betreiben. Das muss man dann vorher, bevor man ins Wasser will, erst einmal lösen und schiebt das dann so nach vorne in diesen Eingriff. Und wenn man das dann hat, dann kann man erst ins Wasser. Vorher geht es also absolut nicht. Bei einem Fahrzeug wie dem Schwimmbad gibt es natürlich viele Dinge, die man an der Karosserie abdichten muss. Das wichtigste Teil sind hinten die zwei großen Faltenbälge, die den Ausgang zum Hinterradantrieb dichten. Dazu kommen noch an der Bremse, am Lenkrohr und. Das sollte man alles beachten müssen. Schauen wir uns jetzt mal das Armaturenbrett an. Es ist so einfach und simpel. Es war ein Kriegsfahrzeug. Wir haben zwei Tanks, ein links und rechts, je 25 Liter. Die kann man hier einstellen. Links, rechts und zu. Messen, wie viel Benzin wir haben, wird einfach mit einem Holzstab vorgenommen. Tankdeckel auf, reingesteckt und so hoch wie die Feuchtigkeit ist, kann man es dann sehen. Und die Werkzeugkiste, die stand vorne auch noch unter dem Armaturenbrett. Dazu ein Paddel, damit man auch, wenn der Motor mal ausfällt, wieder an Land zurückkam. Und natürlich, wenn man im Gelände war, brauchte man einen Spaten. Das Fahrzeug war optimiert ausgerüstet. Es war ein Militärfahrzeug, das sollte man ganz klar sehen. Heute wird es hobbymäßig genutzt und einige Familien haben ein paar mehr. Also holten Udo, Thoralf und Thorsten ihre Fahrzeuge raus und wir suchten nach einem geeigneten Platz, wo wir fahren konnten. Da sie im Brandenburger Land leben, war es relativ einfach, den nächsten See anzusteuern und dort eine kleine Fahrt zu machen. Allerdings braucht man normalerweise einen Führerschein, um dieses Auto zu fahren. Und sobald er schwimmt, braucht man auch eine entsprechende Bootsregistratur. Das war hier alles vorhanden und so konnten wir auf diesem schönen See unsere erste Ausfahrt unternehmen. Wir fuhren dann mit Thoralf hinein ins Wasser. Das planschte ganz schön gewaltig, aber es macht auch Spaß. Hier fahren wir in einen Seitenkanal, der uns zum See führt. Jetzt habe ich Zeit, ein paar Daten mal rauszugeben. Die Bodenfreiheit hatten wir schon. Im Wasser fahren wir so bis maximal 10 Kilometer schnell. Gelenkt wird über die Räder. Die Räder lässt man mitlaufen. Die haben auch ein bisschen Vortrieb, wenn sie grobstollige Reifen haben. Normal braucht der Wagen 8,5 Liter auf 100 Kilometer. Und die 25 PS wackeln bei 3000 Umdrehungen. Der Wagen ist ungefähr 3,80 Meter bis 4 Meter lang und das Leergewicht beträgt, wie gesagt, 920 Kilogramm. 450 Kilogramm können wir zuladen. Das war also vier Soldaten voll mit Gepäck und normaler Bewaffnung. 25 Liter Sprit, das reichte, da es zweimal war, also 50 Liter, so für 500 bis 550 Kilometer. Man konnte also da schon
ein ganzes Stück weit mitkommen. In Wirklichkeit wurde da nicht so viel mitgeschwommen. Er war auch nach einigem Zeit im Feld, im Einsatz, da war auch undicht. Da würde man nicht so ohne weiteres dann ins Wasser mitfahren. Hier fahren wir wieder raus. Es war ein schöner Tag, wir hatten eine ganze Menge Spaß und wir haben uns wirklich gefreut. Ein bisschen viel Wind war, und das verträgt der Wagen dann manchmal auch schon nicht. Aber es in Wirklichkeit ein Geländewagen. Der VW 166. Danke Thorsten und Thoralf und Udo, dass wir mit euch so eine nette Fahrt unternehmen könnten. Wem es gefallen hat, Daumen hoch. Wir freuen uns da immer wieder drüber. Bis dann. Tschüss.